Ein frisches Sky High, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 2. Ja, es geht nun wieder weiter, da letzte Woche ja gar nichts ging bei mir. Und es tut mir auch echt leid, aber Gesundheit geht vor. Und deswegen machen wir jetzt heute einfach weiter. Ich werde mal gucken, vielleicht kommt die Woche noch ein anderes, neues Projekt, was ich eventuell mache. Aber da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren drüber, ob ich das mache oder nicht. Aber das werden wir sehen. So, hast du uns was zu sagen? Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edi da. Die Ja, Crew nur die ganze genommen, die war Crew. erstklassig. Sie eingeschlossen. Zu freundlich. Wir waren da, um zu helfen, aber das Lob gebührt diesmal allein Edi. Der Unbekannte hat Edi für diese Mission installieren lassen. Jetzt begreife ich, warum. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Na. Im Moment nicht. Noch Gut. etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Haben wir doch gerade gefragt. So, nee, wir wollten ja diesmal, glaube ich, was wollten wir machen? Ah, genau, wir wollten der Ding helfen. Der Tali. Genau, das Omega. Da haben wir alles gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt Tali helfen. Auf zur Flottille und dann demnächst holen wir uns mal die Reaper FFS. Das ist die Migrantenflotte. Fliegen wir nochmal die Umlaufbahn an und docken an. Entscheidung, die sie in Mass Effect 2 treffen könnte, Mass Effect 3 üble Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, das weiß ich schon. Denn ich habe ja Mass Effect 3 auch schon mal gespielt. Hab das auch durchgespielt, werde das aber auch nochmal mit euch zusammen durchspielen. So, also Tali geht auf jeden Fall schon mal mit. Das heißt, wir haben schon mal einen Tech. Ich glaube, dann nehmen wir noch Jack mit. Ja, nehmen wir noch Jack mit. Das ist dann eine gute. Ja, hoffen wir mal, dass es das eine gute Entscheidung ist. Disruptor-Munition. Hier können wir nichts machen, da können wir auch nichts machen. Hier können wir Schrotflinte. Ja, das ist ja das Problem, dass sie beide nur eine Schrotflinte und eine Pistole dabei haben. So, aber was können die? Die können doch auch noch die andere da. Ja, lassen wir das so mit den Waffen. Das passt. Das können wir so lassen und dann docken wir doch mal an. Hier spricht Tali Zora Vasnemana Raya. Er bitte Andockerlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Talisora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Okay. Shepard, Tali Zora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Das heißt, Commander. Bin ich gar kein Captain. Genau genommen gehöre ich nicht mal mehr dem Allianzmilitär an. Sie sind der Commander der Normandy und für die Leute an Bord verantwortlich. Damit sind Sie für unser Volk eine Respektsperson. Mögen Sie allzeit zwischen Ihrer Crew und der Gefahr stehen, während Sie sie durch die Leere der Sterne führen. Kila Selai. Das ist ein alter Segen für Captains Shepard. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber
Ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Sie haben Geth-Teile zur Migrantenflotte geschickt? Ja, mein Vater hat an einem Projekt gearbeitet und brauchte dafür die Einzelteile. Wenn ich nun etwas hergeschickt hätte, das lediglich beschädigt war, nicht völlig inaktiv. Nein, nein, ich habe alles überprüft. Ich war sehr gründlich. Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Okay. Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Genau, weil die war das bestimmt nicht. Wenn Tali Zora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Hä? Wie kommt die? Hä? Die waren doch gerade noch da hinter der Tür und auf einmal stehen die hier vor mir. Wie geht denn das? Tali Zora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran! Shepard was Normandy? Das ist Admiral Shala Ran was Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast was Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls. Habe aber beim Urteil keine Stimme. Okay, und was ist dein Name so wichtig? Der Menschen zu dienen ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten Sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Zora Vasnima betrachten. Egal, wie sie dich offiziell nennen müssen. Okay, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Alles klar, dann machen wir das also. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Oh, wenn nicht, ballern wir einfach um uns. So einfach. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Was Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Selbe Schuld. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard aus Normandy.
Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ja, werde ich. Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepherds Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Tali würde die Migrantenflotte niemals gefährden. Sie plädiert auf nicht schuldig. Ich habe Einzelteile und Technologie geborgen, die dann von Teams abgeholt wurden. Das geschah auf Befehl meines Vaters. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborchef übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Pila. Oh, da müssen wir helfen. Da müssen alle auf das Schiff. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandy ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Ja, das machen wir. Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali, werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt. Oder nach dem Beschluss, sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Ach, wir kommen wieder zurück. So schnell wird man es nicht los. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Dann gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Wo ist denn da wahrscheinlich? Da geht's hier zum, würde ich sagen, müssen wir ja eigentlich hin. Hinter dem Conceal-Dingens. Darum. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen. Ah, ich weiß. Selbst bei der Anhörung denkt Tali Zora als erstes an den Schutz. Tali Zora Vasnima. Oh, Verzeihung. Ich meinte, Vas Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung.
Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palizora. Kila Selai. Dann legen wir es mal mit den Geth an. Guck mal, was die so drauf haben. Da liegt schon mal ein Toter. Feinde gesichtet. Was sind denn da? Warum sterben die immer so schnell? Zack, zack, und noch ein. Und noch einer. So. Ach, die Drohne da ist von uns, okay. Wie war das wieder? Hier ist die Verbrennung. Ja, tatsächlich, mehr ist hier eigentlich sein. So. Weg mit dir. So. Weiter geht's. Da hinten ist jemand ein Laptop. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber es scheint nichts Gutes gewesen zu sein. Da geht's lang. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. So. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien. Ich glaube, dass ihr Vater fast das Dings gebaut hat. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Okay. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorscher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Okay. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat?
Vielleicht war es nämlich doch ihr Vater. So. Gut, dann haben wir wieder 4000 Credits. So, wo geht's denn dann weiter? Die, alles offen. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ryle, Sora. Runterfahren, alles runterfahren. Sie sind im System. Okay. Ja, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Alles klar, gucken wir nochmal noch hier rein. So, Monitor hacken. Was mit Grün und Lila? Da. So, dann gucken wir doch mal. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ah, Geth Schildstärke, okay. Gut, aber bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, Leute.